Hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin und heute mal mit dem spannenden Thema, welche 5 No-Gos ich sehe in der Weihnachtszeit mit deinem Kind. Also was du auf jeden Fall nicht tun solltest und da ich ja weiß, dass wir natürlich auch in der Saison leben und dass selbst wenn wir jetzt sagen, okay, der ganze Weihnachtstrubel, der kann mich mal, dass wir trotzdem davon beeinflusst sind und dass diese Themen, dass es ganz gut ist, wenn wir uns darüber einfach im Vorfeld schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie soll unser Weihnachten sein, wo wollen wir mitgehen, wo wollen wir nicht mitgehen, was tut uns gut, was tut den Kindern gut, was tut der Familie gut. Und das finde ich wichtig, weil selbst wenn du noch auf ganz viele andere Punkte kommst, als die, die ich jetzt nenne für dich, so hast du drüber nachgedacht und hast in dir eine Entscheidung getroffen, wie du dieses Fest begehen möchtest. Oder diese Zeit, ja, diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit, diese Vorweihnachtszeit. Und das ist wichtig, weil wir meistens im Leben gelernt haben, dass wir uns einfach von den Wellen im Außen tragen lassen. Und das ist gerade im Moment nicht so eine gute Energie, weil dann werden wir vielleicht an Orte getragen, wo wir gar nicht ankommen wollten. Ja, und in diesem Sinne fand ich es einfach eine wichtige Idee, mit euch mal dieses Video jetzt zu machen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr immer auch am besten gleich am Anfang, wenn ihr das Video seht, auf den Like-Button drückt. Das hilft dem Algorithmus. Das sind so kleine Dinge, wie ihr mich unterstützen könnt im Austausch für den Content. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da verlinke ich euch hier mal den Instagram-Link. Und jetzt geht's los. Also Punkt Nummer 1. Dieser Satz, wenn du nicht brav bist, gibt es keine Geschenke. Ja, welche verzweifelten Eltern haben noch nicht auf solche Dinge mal zurückgegriffen? Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt hier ganz viele auch kommentieren, hey Julia, bei uns gibt es überhaupt keine Geschenke, sowieso nicht. Das kann sein, aber ich denke, hier ist ja eine ganze Bandbreite an Publikum da. Also wir persönlich haben Geschenke, wir feiern auch Weihnachten und ja, halt im weltlichen Sinne, ja. Und das ist aber wieder ein Thema für ein anderes Video. Aber wenn wir relativ normal unterwegs sind, wenn wir Weihnachten feiern, wenn es da diese Geschenke gibt, dann liegt natürlich die Verlockung sehr nahe, dass wir dem Kind sagen, hey, ne, also der Weihnachtsmann, ne? You better watch out, you better not cry und so weiter. Ihr kennt alle das Lied, Santa Claus is coming to town. Und passiert dann einfach mal, ja, dass man das vielleicht ausnutzt. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weil wenn wir Weihnachten feiern, dann gibt es Geschenke, ob jetzt das Kind am 6. Dezember eine Scheibe eingeschlagen hat oder nicht. Ja, weil dann gehört das einfach dazu. Und es ist ja kein Erziehungsinstrument, die Geschenke zu Weihnachten. Ja, sondern entweder wir feiern halt mit Geschenken oder wir feiern ohne. Aber diese Verknüpfung beim Kind zu erstellen, gut sein, dann kriege ich ein Geschenk. Das ist im Prinzip wie ein großes Belohnungssystem. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, warum Belohnungssysteme nicht gut sind. Ja, also es geht nicht darum, dass wir die Kinder zu Weihnachten dann dafür belohnen mit Geschenken, dass sie brav waren. Ja, wie auch der Knecht Ruprecht und so weiter uns suggeriert haben in unserer Kindheit. Figuren, mit denen wir noch aufgewachsen sind, ne? Und die Rute im Sack für die bösen Kinder und für die lieben, braven Kinder dann eben das Geschenk oder die Nüsse oder die Süßigkeiten. Aber wir wollen ja genau davon weg. Wir wollen davon weg, dass das Kind irgendeine Vorstellung davon entwickelt, was ist brav, was ist nicht brav. Und ich werde belohnt, wenn ich brav bin, weil dann ist unser Kind lenkbar, manipulierbar und das wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen sollten wir uns ganz gut überlegen, wenn es auch auf der Zunge kitzelt und wenn es auch ganz gut wäre, vielleicht in diesem einen Moment das Kind mit diesem Spruch zur Raison zu bringen, ja, wenn wir vielleicht gerade draußen sind oder gerade in irgendeiner ja misslichen Lage sind, wo wir einfach nicht wissen, wie wir das Kind, ja, wie wir das wieder, ja, in dem Funktionsrhythmus zurückbringen, aber lasst davon ab, das ist keine gute Idee. So, Punkt Nummer 2, und das sage ich hier aus eigener Erfahrung, den Adventskalender rationieren. Wenn du deinem Kind einen schönen Kalender machst, und da verweise ich an dieser Stelle nochmal auf meine PDA-Videos, hier oben gibt es eine Playlist, wenn du noch denkst, dass ich damit die Betäubung bei der Geburt meine. Nein, das meine ich nicht. Nicht diese PDA-Anästhesie, sondern das heißt Pathologic Demand Avoidance.
Und das ist im Prinzip, oder protective, ja, klingt schöner, protective demand avoidance. Also das heißt, wenn wir einen Druck spüren, und dieser Druck kann in ganz verschiedenen Farben und Formen kommen, dann sind wir total opposed, weil unser Nervensystem einfach, ja, ausrastet sozusagen. Und deswegen ist es gerade für Kinder, die diesen Charakterzug haben, möchte ich mal sagen, die einfach diesen Druck so sehr hochsensibel wahrnehmen, den Druck, ich muss jetzt dies tun, ich muss jenes tun, für diese Kinder ist es besonders schwierig, zu warten. Vor allem, wenn der ganze Kalender schon da ist. Also mein Tipp, wenn du das nicht möchtest, dann gib immer nur Türchen für Türchen hin. Ja, das geht natürlich in so Kalendern mit Socken oder so. Dann kannst du ja immer in die betreffende Socke das einfüllen für den Tag, weil das für diese Kinder wirklich sehr schwer ist, wenn dieser ganze Kalender da hängt, dann geduldig zu sein. Und auch wenn wir alle wissen, dieser Kalender ist ja dafür da, dass wir bis Weihnachten durchhalten, so ist es ein großer, großer Kampf jeden Tag mit einem Kind, das sehr hochsensibel ist in diesem Bereich, ist es ein großer, großer Kampf, den wir uns einfach nicht auferlegen müssen in dieser Adventszeit. Und wenn es dann so ist, dass dein Kind den ganzen Kalender an einem Tag auf isst, so be it. Ist sein Kalender, ist seine Entscheidung, ja. Man kann natürlich mit dem Kind sprechen, wenn dann vielleicht das fünfte Türchen auf ist. Na, möchtest du vielleicht doch, aber halt so dann gleich böse werden und traurig werden und dann so diese eigene Projektion, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und jetzt ist alles schon weg. Das Kind stört das nicht, ja. Ich meine, gut, wenn die Kinder dann noch zur Schule gehen und dann sehen, wie die anderen immer ihre Adventskalender-Schokolade in der Brotbüchse haben, was ja jetzt auch schon wieder verboten ist, da verlinke ich dir auch mal ein Video hier, wie sehr die Institutionen mittlerweile in unser Leben eingreifen. Aber macht euch da keine Platte, ja? Dann holt er halt nochmal Schokolade. Oder macht halt keinen Schokoladenkalender, ja? Und macht irgendwie mit Nüssen gesunde Dinge, die dein Kind halt mag. Und deswegen bitte nicht den Kalender rationieren, wenn du merkst, dein Kind hat damit ein großes Problem. Spür rein in dein Kind, sprich mit deinem Kind, wenn es schon in dem Alter ist. Und ansonsten finde deinen eigenen Weg, aber sag jetzt nicht, nein, das bleibt jetzt da hängen und das ist schon immer so gewesen und du bist undankbar und so weiter. Ja, also das ist Punkt Nummer 2, ein No-Go für mich. Dann Punkt Nummer 3, Gefühle für den Familienfrieden unterdrücken. Wenn wir natürlich Weihnachten häufiger auch mit unserer Familie zusammen sind, wir ja jetzt nicht, aber dann sind immer so viele Erwartungen, ja, gerade mit dem Weihnachtsfest. Da ranken sich so viele Projektionen, schöne Filme, die wir gesehen haben, Wunder, die passieren. Eben, wir haben so ein komplettes Bild, so ein verkitschtes Hollywood-Bild davon, wie Weihnachten auszusehen hat. Und auf der Nummer 1 der Liste steht natürlich der Frieden. Ja, und die Liebe, das Fest der Liebe, das Fest des Friedens. Und natürlich wünschen wir uns alle Frieden. Aber es ist wichtig, dass wir eben die Gefühle der Kinder trotzdem validieren, dass wir ihnen trotzdem genauso wie immer nachgehen, dass wir genauso wie immer auch mit unseren Kindern in Kommunikation bleiben und dass wir genauso wie immer kein Problem damit haben, wenn unsere Kinder einen Gefühlsausbruch haben. Ja, und wenn es Streit gibt zwischen den Geschwistern zum Beispiel, das ist Weihnachten nicht verboten, ja. Und Gefühle sind menschlich. Gefühle wollen angesehen werden, Gefühle wollen gefühlt werden und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwie so eine innere Vorstellung haben, so hat es zu sein und das Kind schießt jetzt quer und dann schimpfe ich vielleicht noch mit dem Kind, weil es seine Gefühle äußert, was es ja sonst immer darf, ja, aber weil ich jetzt halt dieses Bild habe, ja, und wenn der Weihnachtsbaum umfällt, dann fällt er halt um, ja, im Streit. Das ist normal und das sollen wir unseren Kindern auch immer mitgeben. Und das gilt natürlich jetzt auch nicht nur für Weihnachten, das gilt für alle anderen Feste, wo wir uns eben eine gewisse, ja, Realität eingeprägt haben, wie das zu sein hat, oder eine gewisse Wunschvorstellung, besser gesagt, es ist ja dann eben nicht die Realität, eingeprägt haben davon, wie es zu sein hat. Es ist immer, immer wichtig. Gefühle kommen immer, immer zuerst vor irgendeinem perfekten Festablauf oder sonst was. Gefühle sind wichtig. Ja, genau. So, und dann Punkt Nummer 4. Verwandte küssen und drücken, wenn die Kinder das nicht wollen. Ja, gerade wie ich eben schon gesagt habe, an Weihnachten treffen wir oft auf Familie und Verwandte. Und da ist es mir ganz wichtig, dass ihr da einfach drauf achtet und guckt,
möchte das Kind das gerade? Ja, dass wenn ihr wisst, ja, Tante Gusta, die küsst meinen Kleinen gerne gleich, dann seid da, wenn er die Tür aufmacht oder sie, und passt auf, dass da nichts passiert, was das Kind nicht möchte. Am besten auch mit dem Kind nochmal vorher drüber sprechen. Du, hör mal, sag mir immer genau, was du möchtest, wie du dir das wünschst und wie das für dich schön ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch da des lieben Friedens willen nicht irgendetwas durchdrücken bei unserem Kind, was wir selber irgendwie auch spüren, dass es das Kind nicht möchte und nicht will. Ja, genau. Und dann noch Punkt Nummer 5. Haltet euren Terminkalender ein bisschen leerer. Hetzt nicht von einer Feier zur nächsten. Das ist gerade auch für die hochsensiblen Kinder, wo ich ja weiß, dass hier viele Eltern von hochsensiblen Kindern auch mit dabei sind. Kann ich euch auch gleich mein Buch nochmal verlinken. Das Handbuch für hochsensible Eltern in Zeiten des Wandels ist jetzt wieder ein paar Mal gekauft worden und ist auch wirklich ein schönes Werk, Nachschlagewerk, wenn man mal wissen will, okay, was gibt's denn da für Arten von Hochsensibilität? Wie kann ich denn umgehen? Wie gehe ich denn mit mir selber um, wenn ich überfordert bin? Also da habe ich eigentlich relativ kompakt alles zusammengefasst, was man zu dem Thema wissen muss. Und es ist auf jeden Fall immer gut, wenn man auch spürt, selbst wenn man ein Buch liest, wir sind nicht alleine, wir sind nicht unnormal, wir sind halt hochsensibel. Ja, wir sind halt einfach ein bisschen anders. Und deswegen nicht zu viele Reize, ja, weil Weihnachten ist ja auch eine Zeit der Sinnlichkeit, der sinnlichen Reize. Ja, es wird lecker gegessen, es gibt Räucherstäbchen, Räucherhütchen, Räucherkerzen, es gibt Mandarinenduft, es gibt Glühweinduft, es gibt, diese Luft ist schwanger mit irgendwelchen Konsumdüften, sage ich mal. Und das ist schon alleine, kann für einen Hochsensiblen eine Überforderung sein. Und dann kommt noch natürlich die ganze Aufregung dazu. Welches Geschenk kriege ich? Ja, es ist also eine sehr aufregende Zeit. Und versucht zu minimieren, auf welche Weihnachtsfeiern ihr geht, wo ihr wirklich hin möchtet. Und da habe ich euch auch nochmal ein Video gemacht zu diesen Energiewellen, die wir im Moment haben. Wir sind jetzt, wo ich das aufnehme, noch im November. Es ist krasse Energie. Ich verlinke euch dieses Video mal hier. Es geht jetzt darum, wirklich zu schauen, was möchte ich? Wer bin ich? Zu welcher Weihnachtsfeier möchte ich wirklich und zu welcher Weihnachtsfeier gehe ich nur aus Höflichkeit heraus? Und das sind Dinge, die dürfen wir uns jetzt langsam abtrainieren. Und ich meine damit trainieren. Ja, weil gerade im Freiländerbereich ist natürlich so ein Wort wie trainieren nicht so erwünscht, nicht so geliebt, aber gewisse Dinge müssen wir trainieren und gewisse Dinge, die wir uns falsch antrainiert haben oder die uns falsch antrainiert worden sind, die müssen wir wieder abtrainieren. Und eine Sache ist da ganz wichtig, nämlich ich muss nicht die ganze Zeit immer das machen, was die anderen von mir wollen, sondern ich schaue, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir, was dient meiner Energie, was nimmt mir Energie weg und dann einfach weise zu entscheiden, so dass ihr dann nicht am Weihnachtsabend, wenn ihr euch drauf freut, wenn ihr dieses Fest begeht, unter dem Weihnachtsbaum liegt und krank seid, weil ihr allen anderen Leuten gefallen habt in der Vorweihnachtszeit, ja? Also, und das ist für Kinder auch ganz wichtig, dass die auch lernen, von Anfang an zu sagen, Mama, das ist mir zu viel, dass sie reflektieren, wie war das jetzt, war mir das zu viel? Okay, lass mal denn die nächste Feier einfach ausfallen. Okay, gut, machen wir so. Ja, ich denke, dass ganz viele, die auf diesem Kanal sind, das sowieso schon machen und sehr gut auf ihre Energiebalance schauen. Aber ich merke natürlich auch immer mal wieder, dass es eben doch auch noch den einen oder anderen gibt, der sich nicht traut, Nein zu sagen. Und deswegen hier nochmal einfach meine Ermutigung dazu. Sag Nein zu den Dingen, die dir zu viel sind. Denn wir sind in einer sehr krassen Zeit. Ja, und wir sind dazu aufgerufen, jetzt einfach wirklich auf unsere Energie gut aufzupassen. Denn das ist das Einzige, was uns durch diese Zeit gut tragen kann, ein ausgeglichenes, balanciertes Energielevel. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen nochmal hier meine Punkte. Ich hoffe, der ein oder andere Punkt war für euch nochmal interessant, weil ihr das vielleicht auch kennt, ja, wie mit dem Adventskalender. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben und drückt die Glocke und kommentiert auch gerne. Es kann auch nur mein Emoji sein. Ich freue mich da über alles. Und jeder Kommentar bringt auch den Algorithmus nach vorne. Und ihr wisst, die YouTuber freuen sich darüber. Und ich freue mich natürlich auch, wenn dann diese Inhalte an mehr und mehr Menschen rausgehen. Und freue mich natürlich auch, falls du Unterstützung brauchst mit irgendeinem Thema, wenn du dich mal bei mir meldest persönlich.
Hier, falls es noch hinpasst, verlinke ich alles zum Coaching. Ansonsten findest du das immer in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, euch mal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bisher hier zugehört habt. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Ciao!